Ja, der sieht recht bekanntlich aus. Ich meine, ja. Kannst du nicht mal was anderes spielen? Oh, con piacere. Ma sfortunatamente, aber leider, leider. Ich habe nur uno singolo spartito. Nur das eine Notenblatt. Comprende? Nicht alles. Aber egal. Geh, okay, wir müssen ihm ein Notenblatt besorgen. Musst du wirklich? Musst du wirklich andauernd singend durch die Kanäle rudern? Cantare, ma sì. Ich muss machen, um zu verscheuchen, die, wie sagt man? Langeweile. Ratten. Ja, das macht mehr Sinn. Der Rattenverscheucher von Nifonia. Coole Gondel. Sì. Ist Gabriel molto confortable, con tutto extra speciale. Mit allen Extras? Was für Extras? Airbag. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber der Organon plant, der Ponia zu sprengen. Oh, no apprensione. Keine Sorge. Mit einer fröhlichen Canzone auf die Lippen, alles wird werden wieder Bene. Gar nichts wird Bene. Der ganze Planet wird in die Luft fliegen. Dann, ich werde singen. Fin allora. La 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 la. Au Backe. Hoffentlich kommen die langsam in die Hufe mit ihrer Sprengung. Na, ich mach dir auch gleich Bene. Kannst du nicht mal was anderes spielen? Oh, aha, Thomas, nur das. Nicht alles. Ihre Haare, nur die eine Karotte, Butler. Ja, arrivederci. Arrivederci. Hä, was sind denn? Ach, nichts. Gondel. Diese südländischen Modelle sind doch der reinste Schrott. Ständig geht irgendwas kaputt. Und die Stoßstange. Die Stoßstange sieht stabil aus. Aber ob sie auch den berüchtigten Rufus-Elch-Test aushält? Haben wir einen Elch? So, bist du Tomato? Er macht mein neuer Sacco die Aria. Jetzt, ich muss zu ihm danken, um ihn zu holen, die Ersatz. Hast du mich gerade eine Tomate genannt? Das war lustig. Notenständer. Ein Notenständer? Oh oh, das verheißt nichts Gutes. Warum? Den können wir aber auch nicht mitnehmen. Na gut. Ein Generator. Das ist kein Schrottverbrennungsmotor. Ein Generator. Können wir da... Lauf schneller, Rufus! Ich sehe keinen Schalter, aber egal. Mit etwas technischem Feingefühl sollte das kein Problem sein. Sicher. Geh aus! Kannst ja... Das ist hier nicht irgendwo ein Stecker? Das Nest hatten wir schon. Ich drück mal Leertaste gerade. Das hatten wir, das Ei hatten wir, das Nest hatten wir. Nur ansonsten ist hier nichts, ansonsten sind nur die drei Fragezeichen überall. Gehen wir mal hier rein, das sieht mir nach Spelünkchen. Ein Rasiermesserfisch nach unten, Garlef. Sieht mir aus wie Gargamel. Gandalf! Boso, der alte Pirat. Eine Jukebox-Klappe, eine Jukebox, eine Kerze, eine Zuckerdose. Was haben wir hier noch? Flaschen, Toilettentür und Gulliver. Gulliver auf Reisen, na gut. Rasiermesserfisch. Das soll ein Rasiermesserfisch sein? Also für mich sieht das eher nach einem Schwert aus. Ja, ist Ansichtssache. Können wir den mitnehmen? Hey, halt still! Verdammt, er scheint eine Art Bewegungssensor zu haben. Ach schön. Haben sie das mit eingebaut? Ja. Wer das nicht kennt, ja. Tut mir leid für euch, ihr müsstet das der sagen. Vielleicht werden wir da auch nochmal Let's Playen, das. Zu dem das Lied gehört, das Spiel meine ich. So, Garlef. Was für ein hässlicher Vogel. Gibt es denn hier keine Gesichtskontrollen? Ein hässlicher Vogel. Draußen ist ein Nest und hier haben wir einen hässlichen Vogel. Ich bin mir sicher. Darf ich stören? Eigentlich nicht. Dann muss es wohl ohne deine Einwilligung gehen. So, sag mal. Sind wir uns nicht schon vor Docs Werkstatt begegnet? Es muss eine Verwechslung sein. Nein, nein. Du und dein kräftiger Kumpel wolltet mir irgendwas abknöpfen. Was habt ihr doch gleich gerufen? Tod dem Organon. Tod dem Organon. Ich meine, Tod dem Organon. Haha. Wer würde denn sowas sagen? Eine gute Parole natürlich. Hat bestimmt jemand lange dran gesessen. Tod dem Organon.
Warum sitzt du hier so alleine? Ich warte auf einen würdigen Gegner im Schnickschnack-Schnuck. Warum denkst du, dass du den ausgerechnet hier findest? Weil sich hier alle Langfinger der Gegend rumtreiben. Das macht Sinn. Schnickschnack-Schnuck, also Schere, Stein, Papier, ja. Du bist ein professioneller Schnickschnack-Schnuck-Spieler? Genau. Ich bin ein Schere, Stein, Papier-Fachmann. Ein Knobelexperte. Ein Schnibbelprofi. Meine Stärke ist die Schere. Die habe ich jahrelang trainiert und beherrsche sie aus dem FF. Aber auch mein Stein ist nicht von schlechten Eltern. Ich habe hier und da noch gewisse Schwierigkeiten, das Papier gezielt einzusetzen. Aber mein Trainer sagt, dass ich diese Schwäche durch Schnelligkeit und Ausdauer ausgleichen kann. Ja, ich weiß ja nicht, wie man Schere, Stein, Papier trainieren kann. Ich meine, von allem, was ich weiß, ist das ja so ziemlich Glückssache, oder? Na, lass uns spielen! Lass uns spielen! Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren sie am unteren Ende des Arms. Mal sehen. Ha, da sind sie ja. Haha, netter Versuch, Kumpel. Wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen Turnierfinger. Sie könnten gezinkt sein. Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Wie soll ich mir denn meine Finger zinken? Ich gehe da mal wieder. Mach das. Soll ich die etwa abhacken oder wie zinkt man Finger? Noch einen sechsten dran kleben, oder wie? So, eine Jukebox. Ich hoffe, die haben da auch noch was Brauchbares drin. Ja, puh, weiß nicht. Können wir die benutzen? Das Paarungslied der Schrottkrabben. Ein bisschen schwer zu lesen. Die Schrottlawinen-Tarantella. Das Schrottlawinen-Nutella. Das lustige Lümmeltütenlied. Der tote Taubentango. Machen wir den mal. Ich höre keine Änderung. Boso! Einen schönen ersten Mat habe ich da. Ich muss die ganze Arbeit machen und er sitzt hier und litert sich den Grog rein. Erster Mat? Wovon redest du da? Ich habe dir doch lediglich eine Passage auf meinem Kutter gegeben. Für die du übrigens noch immer nicht bezahlt hast. Ach ja, der gute alte Boso. Ständig murmelt er irgendwelche Seemannsflüche in sich hinein. So, kleinen Moment, ich muss gerade mal... Moment! Mal die Musik ein bisschen lauter stellen. Ich habe gerade erst bemerkt, dass ich meine Kopfhörer auf lauter hatte als sonst. So, weiterspielen. Deswegen kam mir die Musik vorhin auch so laut vor. Na gut, also, Boso, du bist nicht mein erster Mann, du bist doch Kapitän, oder nicht? Hallo Boso, alter Pirat. Das hatten wir doch schon, Rufus. Ich bin kein Pirat. Ich bin lediglich ein Schrotthändler mit einem eigenen Kutter. Genau. Und den Papagei hast du nur zufällig auf der Schulter. Ich habe keinen Papagei, Rufus. Und ich hatte auch nie einen. Ach ja? Und wen habe ich dann mit Regenwürmern gefüttert, als du geschlafen hast? Du bist schon ein seltsamer Vogel. Ein Adler. Sag mal, Rufus. Wolltest du eigentlich über was Bestimmtes sprechen? Bestimmt. Worauf wartest du dann noch? Auf die Multiple-Choice-Box. Moment mal. Würmer? Psst, da kommt sie. Da ist sie. Habe ich etwa die ganze Überfahrt verschlafen? Wie ein Schnabeltier. Nur, dass du im Schlaf gemurmelt hast. Ich habe von meinen nächsten großen Abenteuern geträumt. Haben die irgendwas mit Ballett zu tun, Schnutzipu? Ah, wir erinnern uns, Schnutzipro. Ach ja, die guten alten Zeiten. So ungefähr vor 3 Wochen. Ich war bei Doc und muss zum Gadget-Shop. Na, dann grüß Gilligan von mir, falls er da ist. Du findest ihn beim Anleger, gleich links vom Stadttor. Gilligan? War das der mürrige Angler? Wie ist der Grog hier so? Das ist Pfefferminztee. Och, erzähl mir doch nichts. Piraten trinken Grog, das weiß doch jeder. Aber ich... Hör mal, ich habe mit Doc gesprochen. Er sagt, deine verschobene Wahrnehmung könnte auf eine schwere Kopfverletzung hinweisen. Und die Narbe an deinem Auge könnte auf eine abenteuerliche Seeschlacht hinweisen. Im Ernst, bist du irgendwann mal auf den Kopf gefallen? Ich meine, vor den beiden Malen, seit wir uns kennen. Ist die Anker, lichtet die Segel! Beim Biber Butzemann. Naja, was interessiert es mich? Solange du nicht vergisst, dass du die Überfahrt noch bezahlen musst. Ja, und ne Buddel voll rum. Ich glaube, bei Rufus sind jetzt endgültig alle Schaltkreise zusammengeschmort.
Bis später. Verlauf dich nicht. Geht auch nicht. Zuckerdose. Die obligatorische Zuckerdose. Mal gucken, ob der Deckel auch schön aufgeschraubt ist. Ja, wie es sich gehört. Damit man schön die gesamte Dose auf den Teller bekommt. Aha, Kerze. Das Ambiente stimmt schon mal. Mitnehmen. Lass bitte die Kerze in Ruhe. Sie ist das Einzige, was hier drin für Licht sorgt, wenn der Generator mal wieder ausfällt. Okay, wir müssen den Generator ausschalten. Jukebox Klappe. Trotz meiner gewaltigen Kräfte komme ich hier ohne Werkzeug nicht weiter. Die Klappe ist verschraubt. Ah, verschraubt. Wir haben noch einen Schraubenzieher. Obwohl es ja eigentlich... Müsste eigentlich... Na egal. Schraubenzieher mit Schraubenklappe. Quatsch, mit Jukebox-Klappe. Und was ist das denn? Alex, der Jukebox-Zwerg und der tote Taubendango. Ach, so funktioniert das. Ja. Der tote Taubentango. Können wir mitnehmen? Hey, Finger weg! Ach ja? Was willst du machen? Mit dem Fuß aufstampfen und mein erstgeborenes Kind stehlen? An deiner Stelle würde ich mein Maul nicht so aufreißen. Ich bin in der richtigen Höhe, um dein erstgeborenes Kind pränatal abzutreiben. Ich muss mal weiter. Ich bekomme Nackenschmerzen, wenn ich zu lange nach unten gucke. Ach, ich finde den putzig. Ach, so funktioniert das. Ja, können wir mit dem reden. Hi ho, hi ho. Willst du Ärger? Na komm schon, sing doch mit. Hi didel didel do. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage. Entschuldigung. Na gut, bei dem kommen wir im Moment nicht weiter, also reden wir mal mit Gulliver. Das muss Gulliver sein. Er scheint mir ganz in Ordnung, aber er ist ein lausiger Ersatz für Lonzo. Ach, Lonzo, der Alte. Das waren das eigentlich Gulliver und David? Oder? Nee, das war Goliath, oder? Ja. Gulliver auf Reisen war das andere. Hi. Ah, ein neuer Kunde. Herzlich willkommen in Gullivers Gulli. Ich bin Gulliver. Wenn du die Toiletten benutzen willst, sag bitte vorher bei mir Bescheid. Dann bekommst du von mir den Schlüssel, die Taschenlampe und das Anti-Wolf-Spray. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Erdnüsse von der Theke entstanden sind. So, was kann ich für dich tun? Anti-Wolf-Spray? Ich will nicht wissen, was da auf dem Klo lauert. Gullivers Gulli klingt aber nicht besonders einladend. Meine Kundschaft ist es nicht gewohnt, irgendwohin eingeladen zu werden. Wer würde auch Diebe und Schmuggler zu sich einladen wollen? Oder Leute mit ansteckenden Mundschleimhautentzündungen? Wenn du ein einladendes Ambiente suchst, dann gehst du besser in die Oberstadt, Bursche. Ich glaube, er meint Bellevue. Oh. Die Oberstadt. Ja. Ich hätte die ein oder andere Frage zu deiner Stammkundschaft. Schieß los! Holt mir eine Knarre, ich muss schießen! Habt ihr gar keine Probleme mit dem Organon? Es kommt mir so vor, als würde hier jeder machen, was er will. Und so ist es auch. Die Beamten lassen uns hier in Ruhe. Porta Fisco ist weit weg und die Magnetbahnroute läuft an der Küste entlang. So ist der schwimmende Schwarzmarkt überhaupt erst entstanden. Wir sind immer da, wo der Organon nicht hinguckt. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, dass es nicht mehr lange so bleiben wird? Dann würde ich sagen, geh zu Janosch und seinen Widerstandsschwätzern. Nur Idioten glauben an diesen Verschwörungsquatsch. Okay, also ich glaube, Alter Garlef hier gehört zum Widerstand. Kennst du Captain Boso? Klar, er legt hier ja regelmäßig an. Ich glaube, er hat was mit der Besitzerin des Waffenladens in Klein-Venedig am Laufen. Sie bricht keine Herzen, sie perforiert sie mit einem Repetierlaser. Und mit dieser Furie hat Boso was am Laufen? Ich kann mir kaum vorstellen, wie das funktionieren soll. Klein-Venedig und ein Waffenladen, da müssen wir später mal vorbeischauen. Wie war das gleich mit Bosos Freundin? Ich glaube, er hat was mit der Besitzerin des Waffenladens. Sie bricht... Ja, und wie... Das hatten wir schon. Ich kann mir... Na gut. Das war's fürs Erste. War ja auch genug. So. Ach, da war ja erst nur Stammkundschaft und so. Ganz schön schummrig hier. Ja, freu dich doch. Die wenigsten meiner Stammgäste sind ein schöner Anblick. Aber wenn du das hier schon dunkel findest, dann warte mal ab, bis der Generator wieder streikt. Passiert das öfter? Leider. Es ist die salzige Luft. Die ist wie Zucker im Tank. Paradox, nicht wahr? Moment. Salzige Luft.
ist wie Zucker im Trank. Im Tank. Wie ist denn das ein Paradox? Weiß ich jetzt auch nicht, na gut. Ein Drink bitte. Hast du Geld dabei? Dachte ich's mir. So wie du rumläufst. Warum sagen das immer alle? Echt mal. Komm wieder, wenn du Geld hast. Für Durchreisende lasse ich nichts anschreiben. Wir brauchen Klamotten.